Radek ist der Best, Christ ist der Best. Na, wir waren beide scheiße letzte Woche. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwetten-Tipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail jetzt eintragen auf xbet.tipps. Viel Spaß mit den xbet-Tipps von Chris Kastodien und Radek Vegas. Naja, letzte Woche war es gar nicht so schlimm. Vor 2 Wochen, es war ja Länderspielpause. Und jetzt ist wieder Bundesliga, endlich. Und von daher, wir sind immer noch im Plus nach 3 Spieltagen, ist das auch überhaupt nicht wirklich relevant. Deswegen konzentrieren wir uns auf die Zukunft. Dafür sind wir da und es geht los mit dem Spiel am Freitagabend zwischen Düsseldorf und Wolfsburg. Ganz genau. Und wir haben den 4. Spieltag und das Mindset ist entscheidend. Und das, liebe Zuschauer da draußen, dafür gibt es ja ganz viele Coachings, wo man viel Geld raushauen kann. Mindset, das richtige Mindset ist wichtig. Und das haben wir hoffentlich in dem Spiel. Wolfsburg hat noch nie verloren in Düsseldorf. Für mich ist Wolfsburg ein Team, oder generell gegen Düsseldorf, die Wölfe sind für mich ein Team, das im oberen Drittel der Liga ist. Düsseldorf wird im unteren Drittel dabei sein. Von daher finde ich die Quoten nicht ausgeglichen genug verteilt. Und wir gehen auf einen Auswärtssieg vom VfL Wolfsburg. 2,25 ist attraktiv, aber noch attraktiver finden wir ehrlich gesagt das Asian Handicap minus 0,25 auf Wolfsburg für eine Quote von um die 2, in dem Fall 1,96. Bedeutet, sollte das Spiel unentschieden ausgehen, verlieren wir nur die Hälfte des Einsatzes, aber wir sind davon überzeugt, den Einsatz zu gewinnen und noch mehr. Ja, auf jeden Fall bei dieser Quote attraktiv. Ähnlich attraktiv sieht es für die Auswärtsmannschaft beim 2. Spiel des Spieltags aus. Köln gegen Gladbach dann am Samstag, ein Rhein-Derby, bei dem auch die Quoten ein bisschen auffällig sind, denn man könnte ja meinen, dass Gladbach die wesentlich bessere Mannschaft eigentlich ist, denke ich zumindest, und hat aber nur eine Quote von 2,6. Und wir haben jetzt hier leider nicht die Quote fürs Asian Handicap, aber diese 2,6er-Quote ist schon interessant. Aber wenn man das dann noch mit Asian Handicap 0 macht, dann kommt man auch auf eine Quote von 2 oder so oder knapp drunter. Und das finde ich dann doch sehr value-haltig. Denn, ja gut, Köln hat bei den ersten 3 Spieltagen nicht schlecht gespielt, das muss man sagen. Aber andererseits ist es ein Aufsteiger und Gladbach dürfte einfach Ambitionen haben, ins internationale Geschäft zu kommen. Und da ist diese eine Niederlage oder gegen Leipzig zu Hause nicht wirklich repräsentativ. Und in Köln sind sie von daher für mich Favorit. Und wenn es ein Unentschieden gibt, kriegt man bei Asian Handicap 0 ja das Geld zurück. Und dann hat man da nicht viel sich kaputt gemacht. Ja, besonders attraktiv, weil die Gladbacher auch 7 der letzten 10 Auswärtsspiele gewonnen haben, wettbewerbsübergreifend. Union Berlin gegen die Bremer. Ein Spiel, wo wir uns für keine Wette breitschlagen können, weil Bremen, weiß ich noch nicht, wo die Reise in der Saison hingeht, sind vom Erfahrungslevel relativ gut dabei, haben die älteste Mannschaft von den Leuten, die spielen. Berlin hat uns, glaube ich, alle überrascht. Interessant, der Bundesliga-Rückkehrer neben Subotić, wenn der spielt, hat Berlin beide Spiele von ihren 4 Punkten, die sie geholt haben, geholt gegen Dortmund und in Augsburg. Und ja, die Tendenz geht eher zu Bremen, aber das ist meine Hoffnung eher als Fan. No bet, weil Wundertüte. Mhm. Bei Mainz gegen Hertha, da haben wir ein Spiel des letzten Mainz gegen den vorletzten Hertha. Und wie so oft in diesen Duellen von Mannschaften, die ja jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen, wollte ich mich eigentlich gar nicht auf eine Wette breitschlagen lassen, hab's dann aber doch gemacht, weil ich hier einfach keinen wirklichen Sieger identifizieren kann. Welche Mannschaft soll denn da stärker sein? Und in dem Fall
Ja, finde ich das Einzige, was hier wirklich Value hat, einfach das Unentschieden. Denn man kann sagen, die Heimquote für Mainz mit 2,3 ist zu niedrig. Die Auswärtsquote auf Hertha hätte vielleicht durchaus Potenzial, diese 3,1. Aber dafür ist Hertha halt auch einfach zu schwach. Und Mainz kann zu Hause durchaus einen Punkt holen und von daher ein Unentschieden, ein 0-0 sogar, wenn ich mich auf ein Ergebnis festlegen müsste, tue ich aber nicht. In dem Fall, ja, sehr attraktiv und wir heißen ja nicht umsonst XBET-Tipps, weil es hier auch eigentlich angefangen hat, weil wir Unentschieden-Experten sind und von daher gehe ich hier wirklich einfach mutigerweise auf das Unentschieden mit 3,3. Gefällt mir gut. Das nächste Spiel ist ein Heimspiel vom FC Augsburg. Magerkost bei den letzten Wochen und Monaten, was Augsburg in der Regel daheim abgeliefert hat. Bei Frankfurt, das ist auch wieder eine Mannschaft, die aus unserer Sicht overachieved, sind jetzt genau auf dem gleichen Tabellenplatz wie letztes Jahr, haben aber einige Schlüsselspieler verloren, wie ihr sicherlich wisst. Letzte Woche gegen Düsseldorf gewonnen und sie mögen der Favorit sein, aber wir glauben auch, dass Augsburg eher underachieved. Die sind vom Team nicht so unbedingt die allerschlechtesten, wie sie in der Tabelle gerade stehen. Deshalb eine schwierige Sache. Wir haben überlegt, sollen wir auf Asian Handicap 0,5 plus auf Augsburg gehen, dass wir also auch im Unentschiedenfall noch gewinnen würden. Am Ende des Tages allerdings keine Wette in diesem Fall. Und das, obwohl zwei Europameister auf der Tribüne der beiden Teams setzen von 1996. Radek, weißt du wer? Natürlich. Jetzt soll ich sagen, ja, langweilig. Gibt's wisst ihr, schreibt es in die Kommentare. Der eine heißt Stefan bei Augsburg und der andere Fredi bei Frankfurt. Also das ist halt keine Frage, die man, wo man einen fast 40-Jährigen wie mich aufs Glatteis führen kann. Ich habe damals natürlich jedes Spiel der Europameisterschaft live im Fernsehen gesehen mit meinen damals 12 Jahren. Aber gut, Dortmund-Leverkusen, eigentlich das Topspiel des Spieltages, wenn es denn nicht noch ein anderes Topspiel geben würde, dann mit Leipzig-Bayern, das eigentliche Topspiel. Aber Dortmund-Leverkusen natürlich ein Spiel, das in vielerlei Hinsicht sehr interessant ist. Der Leverkusen-Trainer Peter Bosch ist zu Gast in der alten Heimat, war ja mal Dortmund-Trainer. Bei Leverkusen macht es aber um einiges besser bisher noch als in Dortmund. Da ist sein Rausschmiss bisher noch nicht zu erahnen. Und von daher haben wir auf der einen Seite natürlich den designierten deutschen Meister Borussia Dortmund. Hat allerdings gegen den Aufsteiger Union Berlin 3-1 verloren. Auf der anderen Seite, die möchte gern wieder Champions League-Teilnehmer Leverkusen. Denn die verpassen keine Gelegenheit zu erwähnen, dass sie ja doch genauso gut wie Dortmund sind. Lukas Radetzky, der Torwart, hat es erst wieder gesagt, wir sind nicht unbedingt viel schlechter wie Dortmund. Kai Havertz hat es ja schon vor der Saison gesagt, dass sie vielleicht sogar die Champions League gewinnen und so Sachen. Naja, also an Selbstvertrauen mangelt es den Dortmunder nicht. Julian Brandt kehrt zurück an alte Wirkungsstätte. Aber nichtsdestotrotz, angesichts der aktuellen Situation ist die Quote hier total falsch, denn Leverkusen ist nicht nur nach eigener Ansicht nicht wesentlich schlechter als Dortmund, sondern auch nach Ansicht vieler anderer. Und vor allem die Dortmunder, vielleicht haben die eine Krise jetzt durch diese Niederlage gegen Union. Deswegen die Leverkusen-Quote Value, aber wir haben uns nicht auf einen Tipp in die Richtung einigen können, weil ich auch nicht 100% davon überzeugt bin. Und von daher haben wir gesagt, wir werden hier einfach drauf spekulieren, dass hier einfach viele Tore fallen. Und jetzt haben wir eine krasse Rückkopplung und was ist da los? Hast du die Boxen zu laut an? Ich habe gar keine Rückkopplung, bei mir ist alles normal. Jetzt. Ja, geht's auch wieder. Gut, sorry dafür. Jedenfalls haben wir uns hier dann darauf geeinigt, es fallen viele Tore und die Quote für over 3,5 ist mit 2,0 noch im Bereich des Attraktiven. Lass dieses Spiel doch 3-2 für irgendwen ausgehen oder 2-2. Vielleicht läuft es aber auch so wie beim letzten Overtipp auf Leverkusen.
und es geht 0-0 aus. Aber das kann man erst im Nachhinein wissen. Im Vorfeld finde ich diese Wette auf Over 3,5 sehr attraktiv. Vor allem wegen der Quote. Hey, das wirkliche Topspiel ist dann Leipzig gegen Bayern. Und ich frage mich gerade, hat es das schon mal gegeben, dass in einem Spieltag der erste gegen den zweiten und der letzte gegen den vorletzten spielt? Keine Ahnung. Aber wir haben einfach zwei bombenstarke Teams. Leipzig, habe ich kurz vorhin noch gelesen, mit dem besten Saisonstart aller Zeiten. Und das betrifft in allen Klassen, wo sie gespielt und wer, haben. Also wer Leipzig kennt, der weiß, die haben ja auch eine Mördertradition. Ja, also nicht nur erste Liga, sondern auch zweite, dritte, vierte und so weiter. Auf jeden Fall kommt jetzt der FC Bayern. Die haben nur eine Quote von 1,8. Als Bayern-Fan wird man wahrscheinlich nie eine bessere Quote für sein eigenes Team bekommen. Ich persönlich hoffe natürlich, dass Leipzig nicht verliert, damit auch weiterhin der FCB nicht nach dem vierten Spieltag Erster wird. Leipzig-Fan und, oder was? Na, auch nicht, aber erstmal in erster Linie gegen Bayern, du kennst mich ja lang genug, das ist halt einfach Tradition. Lewandowski 6 Tore, Werner 5 Tore. Wie dieses Spiel ausgeht, das hilft mir damit, die Information hilft mir auch nicht weiter. Wir haben uns auf keine Wette einigen können und schauen uns das nächste Spiel an. Ja, Hoffenheim gegen Freiburg. Und da stimmen die Quoten bisher auch nicht wirklich, wenn man die so anschaut. Ich habe zwar ein Hoffenheim-Fable, also ich weiß nicht warum, ich mag die eigentlich jetzt auch nicht mehr als andere Teams, aber ich tippe öfter auf sie, habe ich das Gefühl, und wollte eigentlich auch fast schon hier auf Hoffenheim-Heimsieg tippen, aber dann habe ich mich dagegen entschieden, weil die Heimsiegquote zu schlecht ist mit 1,65, dafür, dass die Hoffenheimer in dieser Saison bisher eigentlich nicht wirklich viel gezeigt haben. Sie haben hier in Frankfurt 1-0 verloren, sie haben gegen dezimierte Bremer das Spiel erst in der zweiten Halbzeit gedreht mit 3-2 und haben dann 0-0 gegen Leverkusen gewonnen, denn sie haben einfach keine Chance eigentlich gehabt gegen Leverkusen. Leverkusen 17 Ecken und 100.000 Torschüsse und hat dann es nicht geschafft, gegen Hoffenheim zu treffen. Von daher sehe ich da jetzt diese hohe Favoritenrolle für Hoffenheim einfach nur in der Vergangenheit begründet. Und die Freiburger haben ja immerhin 2 Siege in dieser Spielzeit schon eingefahren gegen Mainz und gegen Paderborn, sodass die hohe Siegquote für Hoffenheim unattraktiv ist. Aber auch wenn ich trotzdem an meine Hoffenheimer glaube, aber es wird hier eine No-Bet geben. Und dann kommen wir schon zum Finale. Den Spieltag schließen ab Paderborn und Schalke. Paderborn macht bisher Spaß. Das einzige Team, das jeweils in der ersten Viertelstunde der ersten drei Partien getroffen hat, spielt jetzt gegen ein Team, das der neue Trainer Wagner ein bisschen anscheinend einstellt wie Huub Stevens. Die Null muss stehen, zweimal schon eine weiße Weste gehabt. Schalke ist ohne Frage der Favorit, haben auch bisher nur gegen den FC Bayern München verloren, darf man auch nicht vergessen. Aber es wird hier keine Wette von uns geben, denn Paderborn, die werden kämpfen, die sind stark und Schalke hat jetzt noch nicht für uns genügend Tendenzen hinterlassen, um zu zeigen, wo die Reise hingeht, ob es Mittelfeld wird, ob es vielleicht ein bisschen weiter nach oben geht. No bet bei beiden Sonntagsspielen, heißt also, wir verbraten unsere Feuer Freitag und Samstag, hoffen auf einige Kracher-Spiele und richtige Tipps. Freuen uns auch wieder über Kommentare und eure Tipps und Gedanken. Und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Wenn man zwei Accounts hat. Radic is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwetten-Tipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail. Jetzt eintragen auf xbet.tipps.